Hawaiianische Hoópono, pono heißt das. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist eigentlich die uralteste Form der Mediation, die schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden vielleicht sogar schon auf Hawaii gemacht wurde, Jahrhunderten eher. Und die geht darum, dass das Außen, was wir erleben, ein Spiegel unserer selbst ist. Also wenn wir irgendwie das Gefühl haben, oh, schon wieder ist das Generve oder was soll da los sein, dann ist es etwas in mir, das das Außen ist. Unbewusst in mir ein Programm gibt, was im Außen wiederkommt. Und das ist etwas, was ich schon jetzt letzte Zeit etwas mehr mache, um diese innere Resonanz zu reinigen. Also das Gefühl, habe ich noch mehr Sorgen hinein, dann gucke ich mir mal bei mir selber, hey, was ist es in mir, was das verursacht hat? Also dass man nicht nur sagt, ich bin nur für mich selbst verantwortlich, nein. Man ist vielleicht auch für viel mehr verantwortlich, weil die Hawaiianer davon ausgehen, wir sind Schöpfer unserer eigenen Möglichkeiten. Das bedeutet, alles, was wir erleben, haben wir hundertprozentige Verantwortung für. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe doch keine Schuld oder war es auch immer jemand anders, dann schafft man sich einfach nicht seine Themen. Aber, und ich würde gerne einfach mal einen Versuch machen, beziehungsweise euch einladen. Denkt mal an etwas, was ihr vielleicht verändern wollt, wenn ihr wollt. Ja. Eine Person oder entspannt einfach. Und ich würde einfach nur singen, ohne Text. Und zwar das Thema, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Das sind so diese vier Sätze, die sehr kraftvoll sind, die auch dabei gemacht werden. Und ich werde das jetzt in Musik vertonen, ohne dass man es vielleicht hört, die Wörter, aber ich werde es innerlich ausstrahlen vielleicht. Ihr könnt gucken, ob es klappt oder nicht, es ist ein Experiment. Und ihr denkt etwas mal, das ist etwas, was ihr gerne verändert haben wollt. Aber nur wenn ihr wollt, das ist freiwillig. Ja?